Giacomo Puccinis Opernklassiker Madama Butterfly erzählt die tragische Geschichte der Geisha Chocho-san, die vergeblich auf die Rückkehr ihres Geliebten, des amerikanischen Marineoffiziers Pinkerton, wartet. In Floris Fissers Inszenierung spielt der gemeinsame Sohn der beiden eine besonders wichtige Rolle. Dargestellt wird er in der Oper Graz von zwei Nachwuchsbühnenstars, die jetzt schon in ihrer Garderobe auf uns warten. Ich bin 8 Jahre alt, ich bin der Philipp und ich bin hergekommen über die Singschule. Also wenn du jetzt so als Kind mitspielst bei Butterfly, was passiert? Ich gehe mit meinen Bühneneltern auf die Bühne und dann gehe ich beim zweiten Durchgang allein auf die Bühne und dann werde ich wieder von Mami und Papi abgeholt. Und ist es leicht für dich oder schwer, da zu spielen und mit deinen Bühneneltern herumzuspazieren? Es ist leicht. Ja? Mhm. Und du singst in der Singschule, singst du auch so zu Hause gerne oder spielst du ein Instrument? Ja, ich spiele ein Instrument, nämlich Klavier, und ich singe auch sehr gerne. Ah, schön. Und was möchtest du mal werden? Feuerwehrmann. Elfi, Karin, ihr seid ja eigentlich Teil der Statisterie. Heute ist eure Aufgabe, auf die kleinen Bühnenstars aufzupassen, sie zu betreuen. Wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, das zu machen? Ich habe begonnen vor 13 Jahren als Statistin und mir wurde dann eben damals angeboten, die Kinderstatisterie zu betreuen. Ich wurde gefragt, ob ich Lust und Laune habe, und da ich Kinder sehr gerne habe, habe ich zugesagt. Und ich bin auch vor 13 Jahren dazugekommen, aber das erste und habe als erstes die Kinderbetreuung gemacht, und zwar bei meinem Enkelkind. Also man muss dann halt die Freude dann vermitteln, aber auch den Respekt vor der Bühne. Wie viele Kinder habt ihr da schon begleitet? Ach du liebe Zeit, in diesen 13 Jahren. Also es waren sicherlich um die 100 Kinder, ja. Sicher. Und was macht denn so am langen Abend in der Pause zum Beispiel? Was macht ihr? Spielen, Fernsehen am Fernsehen. Oder man macht irgendwas durch, was dann kommt, zum Beispiel gleich nach der Pause, dass man sagt, kannst du dich wohl erinnern? Zuerst gehst du zum Mantel, dann vor den Schwertern, dann zieht den Papa zu den Schwertern und dann zum Samurai. Dann gehst du mit dem Papa zum Samurai. Aber Kindern hilft man gern und man hat dann auch eine Freude, wenn man sieht, wie gut das geht, wie gut sie spielen und dass das dem Publikum gefällt. Das ist für uns dann der Lohn. Hast du Freude mit mir? Ja. Severinchen, ja. Ich habe einen Freund. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr beide als Betreuerin und ihr beide als unsere Bühnenstars heute. Ich glaube, ihr müsst jetzt schon wieder zurück zum Auftritt. Ja, also vor allem jetzt Severin hat jetzt einen großen Auftritt als Butterfly-Kind. Dann sage ich Dankeschön und toi toi toi. Ja, wir sagen auch Danke. Danke. Ja. Gut. So, ciao. Ciao. Ich bin das Severin und bin 8 Jahre alt. Gehst du in die Schule? Ja. Gehst du gerne in die Schule? Sehr. Schön. Warst du eigentlich schon mal im Opernhaus vorher? Ja, vorher habe ich bei Guys and Dolls mitgespielt. Bist du schon ein richtiger Experte, oder? Mhm. Ein richtiger Bühnenstar. Mhm. Singst du und tanzt du auch gern? Ja, auch. Ja, zu Hause? Zu Hause nicht, aber in der Schule halt, ja. Und was machst du jetzt bei uns bei der Madama Butterfly? Da bist du ja das Kind auf der Bühne. Ja. Was machst du da so? Einfach ins Museum schauen, schlafen, mich verstecken, mit einem Boot spielen und ja, eigentlich nicht viel mehr. Aber das ist ja schon ganz schön viel. Ja. Und die Bühne ist ganz schön groß, oder? Ja. Und wie war das so bei den Proben für dich? Es war sehr cool bei den Proben schon. Ich habe schon gemerkt, das wird voll cool werden. Da darfst du auch lange aufbleiben dann, gell, an solchen Abenden. Ja, aber ich habe mit meinen Eltern ausgemacht, dass ich immer einen Mittagsschlaf mache und dann darf ich halt lange auf. Würdest du das gerne öfter machen? Ja, ich würde es gerne jeden Tag machen. Ist so, wirklich. Was magst du am liebsten dabei? Eigentlich kann ich nichts sagen, ich mag alles richtig gern. Aber nur den Blütenregen, den mag, liebe ich besonders. Und was machst du da bei dem Blütenregen? Ich tanze mit meiner Mama und mit meiner Dienerin. Ist es eigentlich leicht für dich, so zu spielen? Bei der
beim Blütenregen jetzt ist es irgendwie immer das Gleiche fast. Und da ist es zwar nicht so leicht, aber sonst ist es eigentlich ganz leicht, weil wir hatten ja eigentlich viele Proben, oder? Ja. Bist du richtig professionell, gell? Ja. Naja. Ganz schön stressig auch, oder? Ja. Naja, eigentlich nicht so. Vorm ersten Auftritt haben wir voll viel Zeit bei mir. Und dann bei den nächsten Auftritten dann gar nicht mehr so viel. Und was machst du so, wenn du gerade nicht auf der Bühne bist? Eigentlich mit meinem Kollegen halt mit Ärger gerade spielen oder was anderes. Und was möchtest du eigentlich mal werden, wenn du groß bist? Mein Plan ist eigentlich schon, da bei der Oper mitzuspielen. Puccinis berührendes Meisterwerk erwartet Sie noch bis 18. Jänner in der Oper Graz. Wir freuen uns auf Sie. Und was magst du am liebsten? Kaiserschmarrn. Das ist auch super. Das ist genial.